Willkommen zurück zu Hero Quest und einer weiteren Quest, einer weiteren Aufgabe mit unserem Elfen. Elf, wähle deine Zaubersprüche. Ich würde mal sagen, ja, wir nehmen mal Feuer und versuchen mal mit Feuerbällen um uns zu werfen. Und wir gehen die nächste Aufgabe an. Ja, jetzt haben wir jetzt eine Plattenrüstung oder eine Schildrüstung. Warum sie Schildrüstung heißt, weiß ich nicht genau. Aber sie heißt nun mal so. Ich habe den Namen nicht ausgesucht. Melars Labyrinth. Oh, das klingt gefährlich. Wer ist denn dieser Melar? Long ago, a powerful sorcerer by the name of Melar created a talisman which would enhance the wearer's understanding of magic. Ja. Vor langer, langer Zeit erschuf ein mächtiger Zauberer ein Talisman, der das Verständnis der Magie des Trägers erhöhen konnte. He kept the talisman with them at all times, fearing it might be stolen and used by the allies of Morkar. Ja, der trug ihn immer bei sich fortan, weil er fürchtete, es könnte gestohlen werden und von den Lakaien des Morka benutzt werden. It is said that he left the talisman in his laboratory at the heart of his maze. Man sagt, der Talisman sei in seinem Labor im Herzen des Labyrinths. Melars maze is guarded by many traps and magical guardians. It is rumored to be haunted by those who have sought the talisman and perished in the attempt. Oh, ich verstehe, Mentor. Ja, das Labyrinth wird bewacht von vielen Fallen und magischen Wächtern. Und man sagt, es sei heimgesucht von denen, die nach dem Talisman gesucht haben und ihr Ende da gefunden haben bei dem Versuch. Oje, oje, oje. Untote und Magie, was soll man dazu noch sagen? Richtig spannend, oder? Du fühlst den Druck eines Stolperdrahtes an deinem Bein. Bevor du jedoch etwas tun kannst, wirst du von einem Armbrustbolzen getroffen und verlierst 1 Körperpunkt. Das ist nicht gut. Oh, wir haben... Ich habe hier auf Refresh geklickt. Wir sind... ja, nicht so gut dabei. Das ist natürlich nicht gut. Okay, Moment. Hatten wir einen Heilzauber? Feuerball, Feuer des Zorns, Mut. Eieieiei, okay. Moment. Gut, wir sind entkommen. Alle Spieler scheiden aus. Okay. So, wir sind gerade im Spiel. Der Charakter ist erneut. Erneut was? Moment, wenn ich ihn erneuere, hat er keine Rüstung mehr. Das möchte ich jetzt mal testen. Moment. Tatsache. Halt. Stopp. Alles bleibt, wie es ist. Oh je. Bitte, bitte sag mir, dass alles gleich super ist und funktioniert. Ah, immerhin. So, aber wenn ich jetzt refreshe, dann hat er nichts mehr. Was soll das denn für ein Quatsch sein? Das heißt, dann muss ich ja quasi mit Wassermagie starten. In Melars Labyrinth, richtig? Ja, wir haben 2 Trefferpunkte. Wie ungünstig. Das ist ja affig. Und dahinter ist direkt ein Skelett. Oh oh. Können wir direkt mal... Ach so, jetzt können wir vielleicht... Oh, die Rüstung mal anziehen. Ah, ich verstehe. Jetzt haben wir eine bessere Rüstung. Aber sie auch anziehen und anlassen, bitte. Danke. So, Axt, Schild, Helm und... Jetzt heißt es wieder Plattenarmer. Armor. Ich sagte, was? Der hieß doch Schild auf Deutsch. Schildrüstung. Egal. Egal, ich sag nix. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt haben wir nämlich eine Nebelschleier, Heilwasser einschlafen lassen. Heilwasser. Zauberspruch, beleb dich.
Das ist ja, wieso kann ich mir nicht... Moment, wieso nur ein Feld bewegen? Drei Felder, okay. Einfach schlecht gewürfelt. Könnte immer so machen können. So, stirb, du Hund. Bam! Und weg ist er. Nanu. Magische Wächter hieß es. Keine Falltür gefunden. Du entdeckst Melars Schlüssel, der im Boden steckt. Wenn du ihn herausziehst, wird der Hron zur Seite gleiten. Okay. Oh. Können wir dahinter etwas entdecken, erkennen? Ein Kamin. Okay. Bitte sagen. Wir schreiten weiter voran. Und jedes Mal sofort die Suche nach einer Falle, weil ich möchte nicht in irgendwelche Fallen treten. Während du geschäftig am Suchen bist, schleicht sich ein Monster an dich ran und greift an. Boah. Sechser Abwehr. Okay, sind es vier Abwehr und die anderen plus eins, oder wie? Interessant. Jetzt darf er aber nochmal. Und drei abgewehrt, sehr gut. Also erhöht das alles die Chance, hochzuwürfeln, das gefällt mir. Du Untoter, stirb! 2-0. So, haben wir schon, Achso, haben wir schon durchsucht, klar. Der Kamin. So, mach auf. Tisch des Zauberers. Sehr eigenartig. Ach halt, keine Falltruhen gefunden. Beim Regal steht eine verstaubte Flasche. Du erkennst. Das ist ein Geschwindigkeitstrank. Ist sehr, sehr gut. Sehr nett. Was ist dahinter? Wieder ein Skelett. Ja, aber wir eröffnen einfach mal mit einem Armbrustbolzen. Ist zwar ein Skelett. Ich hoffe mal, dass es trotzdem wirkt. Wäre schön, wenn nicht. So ehrlich bin ich. Okay. Ich muss gerade wieder mal einen Verstärkungstrank benutzen. Oh nein, wir nehmen Schaden. Durch eine... Fühlst den Druck eines Stolperdrahtes. Oh nein, und wieder sind wir... Das ist wirklich das Schlimmste. Da kann man nicht ausweichen. Du findest und machst eine versteckte Sperrfalle. Unschädlich. Oh. Lag wahrscheinlich auf dem Weg. Aber leider haben wir die Stolperfalle... Den Stolpervogel haben wir leider nicht entdeckt. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ich kann mich nicht mehr so richtig heilen. So, die Frage ist, wohin jetzt? Heiltränke wären mal ganz günstig. Da, hallo? Na gut. Grubenfalle. Ja, den Raum kennen wir. Das haben wir das letzte Mal auch schon gehabt. Heiltrank, ah, ideal, oder? Ich finde auch. Moment, da unten, das sieht alles aus wie... Ja, das letzte, so ein bisschen sieht es aus wie bei dem, nicht bei Hempels, sondern am Sofa, das auch, aber wie bei dem, beim Ork-Anführer. Der gute Unverwüstlichkeitstrank, sehr schön. Der Kriecher. Genau, hier war nämlich eine Falle das letzte Mal. Oder so sah der Raum zumindest aus. Genau. Und du suchst und findest 10 Goldstücke, ja, an mehreren Orten, aber du vergisst die Zeit. Das ist natürlich nicht gut. Nie die Zeit vergessen. Ja, sehr verworren, aber wir machen einfach mal... Wir machen weiter. Keine Fallen. Keine Geheimtüren. Vorn, in einen alten Stiefel gesteckt, befindet sich ein wertvoller Edelstein. Der Stein ist 50 Goldmünzen wert. Wahnsinn, oder? So. Oh, guten Tag. Skelett. Wir haben den Armbrustbolzen gespannt. Ne, die Armbrust gespannt. Der Bolzen ist eingelegt, so rum. So wird ein Schuh draus. So, und Feuer frei. Weg ist der Feind. Ein Herzchen hat er nur. Oder ein... Ja, ein Schädelchen hat gereicht. Das ist natürlich, naja, wie soll ich sagen? Merkwürdig, aber gut. So, was nun? Überlegen. Wir... Oh, werden vom Monster attackiert. Aber zum Glück ordentlich geblockt. Aber der Nahkampf ruft. Ach halt, wir dürfen immer noch nicht.
Jawohl. Also das mit der Rüstung gefällt mir außerordentlich. Schlimmste sind tatsächlich die. Ach, schon nicht so, ist ja klar. Sind tatsächlich die Stolperfallen, die auf einen Schlag Schaden verursachen. Nun gut. Lauf da nicht immer so weit. Du weißt genau, dass es hier zu Problemen kommen kann. Stärketrank, auch das noch. Na gut. Oh. Fleißig weiter würfeln. Erst überprüfen. Sehr gut. So, jetzt können wir laufen. Und 25 Goldmünzen, die dummerweise zurückgelassen wurden. Ich weiß gar nicht, was die damit immer meinen. Was ist denn daran dumm, wenn Leute mir ihr hart verdientes, ihre hart verdienten Münzen übrig lassen? Bestimmt ein Bug. So. Keine Geheimtruhen, aber unter ein paar alten Lumpen ist ein Beutel mit 25 Goldmünzen. Sehr schön. So, drei Felder kann ich mich bewegen. Kann ich noch angreifen? Dann kann ich nicht, dann sparen wir uns das. Jetzt war ich in grün. Eins, zwei, drei. Nee, geht nicht. Da müssen wir. Oder haben wir die Axt im Anschlag? Ja, selbstverständlich. Was rede ich denn für wirres Zeug? So, du Untoter, weg mit dir. Jetzt könnte ich tatsächlich mal das Weihwasser gebrauchen, das wir dereinst fanden. Ja. Ganz schön frech. Aber ich verzeihe euch. Oh. 1 Meter. Und natürlich greifen sie ein Monster an. Auch zweimal zuhauen. Sag mal, zweimal mit 5 geblockt. Langsam wird's ein bisschen kritisch. Wir sind hier der Super-Elfe. Und weg bist du. Ja, als weiter. Tür auf. Ja, dann Satz mit X. Da vielleicht, genau, da könnte noch irgendwas sein. Wir gehen mal den Weg entlang. Den haben wir nur lang geschaut, sozusagen. Kein Geheimgang. Logisch. Ach, schon wieder dieser vermaledeite Armbrustbolzen. Muss das denn immer sein? Keine geheimen Türen. Ein Heiltrank. Vielen Dank. Damit bin ich besänftigt. So, hier geht's wieder zum Start. Ach, hier waren wir noch gar nicht außen. Aber da drin waren wir auch nicht, oder? Oder waren wir in dem Raum? Moment. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist das ein eigener Abschnitt oder ist das das Komplettpaket? Wahrscheinlich das Komplette, ne? Dann waren wir da doch schon. Umentschieden. So schnell kann's gehen. Ein Steinpfeiler fällt in den Korridor und versperrt den Weg. Oh, hinter mir. Ungünstig, ich komme nicht mehr zurück. Ui, 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 ui. Gefährlich, gefährlich. Ich hätte zumindest keinen Schaden genommen, das ist doch schon mal was. Keine Fallen. Na gut. 50 Goldmünzen versteckt in einem in Lumpen gehüllten Beutel. Ja, leider können wir mit dem Geld nichts mehr anfangen, ne? Wir haben die besten Rüstungen irgendwie. Aber ich wollte ja nur mal schauen, wie krass das eigentlich ist mit ihm. Wenn er voll aufgepowert ist, der gute Elfenmann. Was machen wir denn jetzt? Habe ich den schon gesucht? Ja, habe ich schon. So. Ah, du hängst die Öffnung an der Grubenfalle. Okay. Ach, das ist ja fies. Ich muss den Schaden nehmen, weil ich nicht zurück kann. Und hier sind keine. Jetzt greift mir doch ein Monster an. Also, heute ist ja wirklich der Wurm drin. Der untote Wurm. Ja, 4 zu 0, er läuft. Komm. Machen wir gar nicht lang rum. Jetzt gibt's direkt Backenfutter. Zack, weg ist er. So, 4 hatten wir noch. Wir müssen leider den Schaden fressen. Oh, sehr gut. Der Mechanismus der Grubenfalle knirscht unter deinem Gewicht, doch er hält. Ja, vielleicht ist das doch ein bisschen mit Wahrscheinlichkeit. Vielleicht spielen auch die Rüstungen eine Rolle, ne? Mit Kette. Schlecht, mit Platte noch schlechter, aber man kann auch verdammt viel Glück haben im Leben. So, nächster ist. Ich kann da nicht hin. Hallo? Moment, kann ich den im nächsten Feld angreifen? Geht das vielleicht? Ach, so ist das. Ich dachte schon.
Das hatten wir ja schon mal. Das ist ja perfekt. Da kann ich aus dem Nichts kann ich den Feind angreifen. Kann er mich dann zurückangreifen? Ich will es nur wissen. Geheimtür öffnet sich quietschend. In den nächsten Raum. Ja, es läuft, es läuft. Ein heroisches Gebräu. Und wir laufen auch. In dem Raum waren wir aber schon. Genau, da haben wir den irgendwas alle gemacht. Ja gut. Waren wir wirklich schon? Nein, waren wir nicht. Goldmünzen befinden sich worin? Ja, Juwelen in einer kleinen Holzkiste. Oh. So, auf das Bein, hoch das Bein und... Und Dodo. Der Dodo. So, eins. Bewegen ja oder nein? Wir gehen immer nach da unten, da ist bestimmt wieder Feind. Armbrust bitte. Armbrust aktiviert. Und... Angriff einleiten. Oh, hat überlebt. Der Hund. Das war dumm. Oh ne, wir haben die Abwehr. Wir können doch eigentlich auch weglaufen, oder bekommt ihr dann. Darf der dann angreifen? Das möchte ich jetzt mal testen. Zack. Okay. Keine Fallen, wie es aussieht. 100 Goldmünzen in einer kleinen Schatztruhe. Oh oh, ich habe mich in der Tür geirrt. Shit. Oh je, was bist du denn? Was, wer bist du denn? Aber ein Tränkchen könnten wir eigentlich nehmen, ne? Vielleicht einen Stärketrank, Geschwindigkeitstrank, heroisches Gebräu. Unverwüstlichkeitstrank, es muss sein. Wir haben nur noch 4. Na wohl, haut ihr mit 4 zu? Ne, wir sparen den Trank. Wir sparen den Trank im Kampf gegen ein Gargoyle. Oh, oh. Was machen wir da? Greifen wir an oder lassen wir ihn? Okay, wir legen es drauf an. Hier ist eine Falle. Hier ist 100 pro eine Falle. Deswegen greift er mich nicht an. Außer Reichweite deiner Waffe. Wiederholen Sie das. Ich habe eine Armbrust. Ich, außer Reichweite meiner Falle. Wie außer Reichweite. Haben Sie Drogen genommen? Eine Geheimtür in der Mauer öffnet sich quietschend. Suchst aber findest nichts. Wir legen die Axt an. Wieso sind hier zwei Wege? Aus dem Raum. Was ist da los? Das ist das Zauberei, ist das Hexerei? Was ist hier los? Ich bin leicht verwirrt. Ah, oh, zur Hölle mit dir, Bolzen. Warum ist hier ein Gargoyle? Lass dir mal stehen. Richte mich vor dem Gargoyle. Oh je. Ja. Nein. Moment, wo steht denn der? Direkt am Eck? Negativ. Heißt, wir müssen 1, 2, 3 brauchen wir und der Bolzen ist gespannt. Ist doch der Bolzen, der Quatsch. Die Armbrust ist gespannt. Wieder falsch. 1. Verdammt, wir brauchen 4. Okay, okay, okay. Ja, nochmal bitte. 5, perfekt. So, zack. Und wir eröffnen das Feuer auf das Skelett. Der Feind hat überlebt. Ist das möglich? Wie ist das möglich?
Boah. Aber schick, ne? Mit der Sense. Und jetzt ist er tot. Schätze ich mal ganz spontan. Sehr schön. Ja, wäre schön gewesen, wenn... Naja. Ich stehe halt auf dieses, wie soll ich sagen... stumpfe Waffen gegen Skelette und so, ne? Trotz einer aus... Achso, für nichts. Das muss ich natürlich nicht vorlesen, dass wir nichts finden. Eine spärliche Beute von nur 10 Goldmünzen hat in einer ausgetragenen Lederweste gefunden. Na, wenn das so ist, dann ist das so. Keine was auch immer gefunden. Keine Falltruhen, keine was auch immer. Ah, Feind greift an. Mann, diese Abwehr ist echt top. Und nochmal fett geblockt. Hervorragend. So, jetzt kommt die Retourkutsche und... Oh, hat er geblockt. Da waren wir mal kurz abgelenkt. Wahrscheinlich eine Fliege oder sowas. Und nochmal eine 5er Abwehr. Hervorragend. So, jetzt Kopf ab und Feierabend, Emma. Leg dich wieder schlafen. Untotes Gewürm. Oje, was ist denn hier los? Mumie, Skelett, Untoter. Aber sonst geht's euch gut, ja? Das ist doch die Hauptsache. Geistige Gesundheit. Wieso kann ich da nicht runter? Der Boden unter deinen Füßen fällt weg. Du schlägst hart auf und verlierst 1 Körperpunkt. Shit. Wir haben noch 2 Lebenspünktchen. Wir müssen Heiltrank nehmen. Flüssigkeit belebt dich. Wir haben 2 davon. Und ich glaube noch Magie, oder? Oder haben wir Wind? Ich weiß gar nicht, was wir für eine Magie haben momentan. Ach, den ganzen Weg zu mir kommt er. Das ist aber nett. So, die Axt ist aktiv. Mal schauen, was die Mumie dazu sagt. Nichts. Außer... So, jetzt eine ganz blöde Frage. Kann ich auch darauf stehen und den Raum untersuchen? Oder nehme ich jetzt jedes Mal Schaden? Ja, das Durchwühlen alter Lumpen enthüllt 20 antike Goldmünzen. Ja, wahrscheinlich da drin, ne? Weil einer hat nicht überlebt, hat sich das Genick gebrochen oder dergleichen. Das ist natürlich schlecht. So, wenn ich jetzt hier längs gehe, komme ich nicht mehr zurück. Also bleibe ich erstmal hier und räume auf. Natürlich können wir sie jetzt fragen, warum denn? Ein Feld. Müsste aber eigentlich ausreichen. Was haben wir hier? Einschlafen lassen, Nebelschleier. Nebelschleier, okay. So, die Axt ist auf jeden Fall mal gespannt. Das ist gut. Benutze den Nebelschleier auf. Ich hoffe mal, das ist was für einen Feind. Aber es sollte doch was für ein Feind sein, oder? Wir probieren es an der Mumie aus. Dieser Zauberspruch hat keine Wirkung auf den Feind. Er ist verschwendet. Okay. Jetzt gibt's gleich Ärger. Oh shit. Werden wir hier sterben? Du hast einen Angriff überlebt. Also ist die Antwort nein. Achso, die können nicht, wenn sie hintereinander stehen. Oder wenn jemand zuguckt. Was haben wir denn noch? Einschlafen lassen. Wie war's mit der Mumie? Lass mal einschlafen. Der Feind fällt auf der Stelle um und schläft ein. Ja, sehr schön. Können wir in aller Ruhe... Ach, die Axt war bereits gezückt. Na, von mir aus. Entzückendes Äxtchen. Oh je. Es dürfen gleich 2 auf uns einhämmern, oder? Ja, aber die Abwehr hält 3 Wettertaft. Ich würde sagen, zuerst kommt das Skelett weg, weil die Sense macht mir... Oh. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen, oder? Whisky. Nicht. Einen Ausdauertrank. Du hast den Angriff überlebt. Das gefällt. Auch hier die Abwehr steht. Das finde ich gut. Der Feind kommt nicht an uns ran, weil außen rumgehen ist nicht einprogrammiert ins Spiel. Und tschüss. Jetzt aber. Genau. Aber... Dreierabwehr gegen so einen Kinderschlag mit 0 Schaden. Was sollen wir denn davon halten? Was sollen wir bitte davon halten? Keine Geheimtüren, kein gar nichts. Also muss ich wieder einen Schaden fressen, wenn ich da durchlatsch. Du entdeckst den Talisman des Wissens. Sehr gut. Zum Glück bin ich hier längs. Trage ihn immer, um deine Geisteskraft zu verstärken.
Geisteskraft ist auf 6. Okay. Sie an. Haben wir ihn an oder wie? Trage ihn immer. Okay, wahrscheinlich haben wir jetzt. Verdammt, vorher war es auf 4, oder? Ich meine, es sei verstärkt. Also, wir haben den Talisman des Wissens. Deswegen sind wir hier. Also könnten wir eigentlich wieder retour, ne? Und das ist die Abkürzung nach Hause, richtig? Ja. Aber ich gehe trotzdem den langen Weg. Weil offensichtlich Refresh bedeutet, dass der von vorne, dass der komplett gelöscht wird. Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, hier den Gargoyle gibt es ja auch noch. Halt, hätte ich da oben lang können? Negativ. Ach, ich komme ja gar nicht lang. Da unten ist ja dicht. Oder? Genau, da komme ich nur nach oben. Oh je. Und dann nehme ich auch Schaden. Also wie man es reden wendet, muss ich zurücklaufen. Alles klar. Wieso kann ich nicht mehr gehen? Ich will nicht gehen. Oh, mit einzelnen Schritten. Ja komm, Schritt für Schritt. Baby, oder was? Na, von mir aus. Ein weiteres Schrittchen. Wir nähern uns leider der Falle. Aber vielleicht löst sie nicht aus. Du verlierst einen Körperpunkt. Stuhl. So, jetzt sind wir zumindest mal hier in dem Raum. Da waren wir, glaube ich. Doch, da waren wir schon. Hier unten sind wir entlang gekommen. Ja. Ist da nicht der Ausgang? Ach nee, der ist ja hier ums Eck, ne? Da muss ich wieder rein und fast bin ich zu Hause. Ja, da kann ich aber auf jeden Fall mal einen Heiltrank benutzen, oder? Halt, das machen wir ganz am Schluss. Nicht, dass ich noch irgendwo in eine dümmliche Falle latsch, die sich wieder geschlossen hat oder sowas. So eine ne? Stolperfalle. Stolpervogel. Aber nett. Der Eingang hier mit dem Thron und dahinter versteckt sich was. Und dann erst beginnt das Abenteuer. Ist das nicht hervorragend? Gut. Wir benutzen den Heiltrank. Und wieder volle Möhre da. So. Heroisches Gebräu. Dein Mut sammelt sich. Du kannst zweimal angreifen. Boah, okay. Hätte ich das mal vorher gewusst. Also ein Mutgeschichtchen brauchen wir für mehrere Gegner, wenn wir umzingelt sind. Oh, sehr gut. Wir werden immer besser. Du bist der Suche unversehrt entkommen. Gut gemacht. Alle Spieler scheiden aus. Ja, vom Ausscheiden will ich ehrlich gesagt nichts wissen. Oder von euren Ausscheidungen. Aber ich würde sagen, speichern wir wieder doppelt und dreifach. In der Hoffnung, dass es auch tatsächlich wirkt. Weil das ist immer so eine Sache. Ja, wir haben auf jeden Fall das Amulett gefunden. Sie sind jetzt wieder mal krasser geworden. Ich würde fast sagen, wir bleiben mal unserem Elfen treu und machen da alles weiter, oder? Also ich finde es... Ich halte das für sehr wichtig. Ja, ich würde sagen, das nächste Mal geht es hier weiter mit dem Elfen. Und dann schauen wir mal. Leider können wir uns ja nur noch eine Kleinigkeit kaufen, wie zum Beispiel das hier. Ansonsten, Fernkampf haben wir ja bereits. Ja, wir sind eh durch, ne? Können uns nichts mehr kaufen. Das ist aber ein Werkzeugsatz. Vielleicht können wir damit besser Fallen entschärfen oder so. Dann passiert es mit dem Stolperdraht hoffentlich nicht mehr so häufig. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber das war's für den Moment. Das war HeroQuest, die Aufgabenummer irgendwas. Shit, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Wir wählen mal irgendwas. Das war Melas Labyrinth, Aufgabe Nummer 5 von 21. Mal gucken. Das nächste ist Nachlass des Kriegsherrn der Orks. Oh, das klingt verlockend. Aber das geht vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt HeroQuest. Ich danke fürs Zuschauen und sage auf bald. Gehabt euch wohl.